Vier Landfrauen sind im Advent unterwegs. Sie besuchen sich auf ihren Höfen und servieren leckere Weihnachtsmenüs. Die Reise geht in vier Regionen Deutschlands, im Norden, Süden, Westen und Osten. Dabei sind Martina Koch aus Brandenburg, Kathi Lichtmann-Egger aus Bayern, Sabine Klemme aus Nordrhein-Westfalen und Brigitte Müller-Leile aus Baden-Württemberg. Brigitte lebt in Schuttertal im Schwarzwald. Sie ist die zweite Gastgeberin der Adventsreise. Seit gut 400 Jahren bewirtschaften die Müller-Leiles den Kasperhof. Die Familie hält neben Schweinen vor allem Rinder. Brigittes Mann Martin ist Metzgermeister. Brigitte die Expertin für Wildkräuter. Und die verwendet sie für die hofeigenen Schinken und Würste. Für den Wildschweinschinken nehme ich eigentlich immer die gleichen Kräuter. Das haben wir einmal entwickelt und sehr viel experimentiert. Was schmeckt, wie viel von welchem Kraut. Und das ist jetzt unser Rezept für den Wildschweinschinken. Das Fleisch an sich, das Wild, gibt schon Eigengeschmack. Und dann noch die Zutaten, die Brigitte dazu macht, mit dem Rosmarin, Gundermann und die Hagebutter. Also die Kreativität von der Brigitte mit den Kräutern, das ist was sehr Schönes. Also das Wort Lebensmittel, kannst du da richtig das Mittel zum Leben kannst genießen. Die Kräuter ziehen jetzt einige Wochen ein. Brigitte und Martin räuchern ihre Waren auf dem Hof selbst. Für Schinken, die schon bereit sind zum Räuchern, heizt Martin den Ofen ein. Es wird gefeuert im Keller und der Rauch kann sich abkühlen über zwei Stockwerke und kann dann als Kaltrauch an die Schinken. Ich bin mit der Räucherkammer aufgewachsen. Die Rezepturen zum Teil sind überliefert. Und es ist schon Tradition, es fortzuführen. Angefeuert habe ich. Können wir gleich den Rauch hochlassen. Die Schinken werden im Tannenrauch geräuchert. Auf die Glut kommen Sägemehl und Tannenreisig. Jetzt kommt noch der Wildschweinschinken aus der Räucherkammer für die Vorspeise. Der Schwarzwälder Schinken reift bis zu 16 Wochen im Rauch. Wildschweinschinken nur 4 Wochen. Danach wird er an der Luft getrocknet. So, jetzt ziehe ich die Klappe und dann geht der Rauch rein. Je nach Wetterlage kann sich der Rauch auch mal in der Wohnung verteilen. Das heißt, dann riecht man den Schinken durch die ganze Wohnung und hat den ganzen Tag Hunger. Also die Jahreszeit ist sehr ungewöhnlich für den Hausgarten. Eigentlich ist der ja so Ende September, Anfang Oktober so abgeschlossen. Wobei Sellerie, Lauch und Karotte die halten, auch wenn mal die Temperaturen nach unten gehen. Und es wird erst ins Haus geholt, wenn dann wirklich der Frost kommt. Wir haben unsere eigenen Lebensmittel hier auf dem Kasperhof, ernten unsere eigene Gemüsesorte. Und das ist ein tolles Gefühl, wenn man weiß, wo alles gewachsen ist und dann auch direkt frisch geerntet vom Garten im Topf landet. Also bei mir gibt es für meine Gäste als Vorspeise geräuchertes vom Wild mit Birne und schwarzer Walnuss. Als Hauptspeise Rehbäckchen, Rosenkohl und Kartoffelplätzchen. Und als Nachspeise habe ich mir ausgesucht ein Tannenhonigparfum mit Schlehenzwetschgenmus. Das, was mir am Herzen liegt für meine Gäste, ist natürlich, dass das Essen schmeckt. Dass ich das hinbekomme, dass die sich alle wohlfühlen bei mir. In 2 Tagen wird Brigitte die Frauen mit ihrem Menü überraschen. Für die Soße zum Fleisch setzt sie Knochen und das Gemüse aus dem Garten zu einem Fond an. Das sind Wildknochen vom Reh,
Und die brate ich an in einem Wildschmalz. Die Knochen sollte gut angeröstet sein, damit die Bräune dann in die Soße übergeht oder in den Fond in dem Fall, um dann in der Soße zur Geltung zu kommen. Die Zwiebelschale habe ich dran gelassen wegen der Bräunung, damit dieser Fond mehr Farbe bekommt. Dazu kommen ein guter Schuss Rotwein und eine ganz besondere Zutat. Vogelbeeren. Die Vogelbeere, wenn man sie nicht in rauen Massen zu sich nimmt, sind sie sehr bekömmlich. Also es ist immer eine Sache der Dosis. Und hier gibt die Vogelbeere einfach noch mal Vitamine und Mineralstoffe in den Fond mit rein. Zu einem typischen Schwarzwaldhof gehört seit jeher auch Wald. Beim Kasperhof liegt er hangaufwärts hinter dem Hof. Die Müller Leiles haben eine Fläche mit Nordmann-Tannen bepflanzt, die als Christbäume verkauft werden. Brigitte und Martin suchen heute eine der Tannen für sich als Weihnachtsbaum aus. Wir lassen die Natur eigentlich, wie sie ist. Einmal jährlich wird abgemäht, was zwischen den Christbäumen hoch wächst. Sonst darf da wachsen, wie es kommt. Super Baum. Ja, ist gut. Ja. Dann haben wir da noch einen. Für mich ist jeder Baum schön, wenn er dann in der Wohnung steht, geziert ist und der Duft verbreitet. Ich mag jeden Baum. Egal, ob er zwei Dolder hat oder ob mal ein Ast fehlt. Ich finde, mit dem, was man ziert, kann man das ausgleichen. Und er kommt genauso gut zur Geltung wie ein ganz perfekter Baum. Ein Stück Natur. Ein Stück Natur in der Wohnung. Entscheiden wir uns. Ja, da. Okay. Du kriegst Zeige. Dann lege ich mal los. Ja. Gib dir. Das passt. Geht nicht mehr lang, dann fällt der Baum. Perfekt. Gut. Ein bisschen zusägen muss ich noch. Das machen wir unten. Gehen wir. Dann. Zurück auf dem Hof helfen die beiden jüngsten Töchter beim Schmücken. Anne ist 14, Nora 16. Der Baum bekommt wie jedes Jahr seinen Platz in der Bauernstube. So sieht er gut aus. Man darf ihn nur nicht drehen, weil ich ihn schon ein bisschen leer. Ja, ich finde ihn aber so schön. Passt exakt. Traditionell schmücken die Kinder den Baum. Eigentlich alle vier gemeinsam. Tochter Maria ist aber gerade für ein Auslandsjahr in Spanien. Christian, der Älteste, studiert in Freiburg und hat heute eine Prüfung. Der Baum, der wird in der Regel erst am 24. aufgestellt. Aber ich wünsche mir das jedes Jahr, dass es früher klappt. Und dieses Jahr ist es jetzt einmal möglich. Weihnachtsgeschenke? Weihnachtsgeschenke? Ja. Soll es die geben? Oder? Immer. Immer. Ich habe gedacht, ihr möchtet dies ja keine. Super, passt, oder? Mhm. Sehr schön. Am nächsten Morgen ist auch Christian wieder am Hof und hilft seinem Vater. Hi Christian. Hi. Ich bin Offierer und du viel Ski, okay? Die beiden haben heute einen Brenntag angemeldet. In einem Bottich lagert seit 4 Monaten eine Mirabellenmeische. Die Grundlage für den heutigen Brand aus den Früchten der eigenen Obstwiese.
Ich habe Schnapsbrennen, glaube ich, das erste Mal 14, 15 oder sowas gemacht. Ich finde es einfach cool, dass man einfach mit ein bisschen Feuer und Kühlwasser aus den Mirabellen, die man im Sommer aufgehoben hat, halt so was Klares, Weißes rausbekommt. Christian feuert den Brennkessel an, in dem die Mirabellenmaische erhitzt wird. Dann füllen Vater und Sohn den Kessel zu zwei Dritteln mit der Maische auf. Nicht zu viel, sonst würde sie aufschäumen und überkochen. Reicht, Christian, letzter. Die Maische wird nun langsam erhitzt, bis sie bei einer Temperatur von ca. 80 Grad ihren Siedepunkt erreicht. Dann fängt der Schnaps an zu fließen. Der Geruch verrät den richtigen Alkoholgehalt. Ganz zufrieden ist Christian noch nicht. Ja, es hat noch ein wenig Schärfe. Okay. Schau mal. Ja, das rieche ich jetzt auch, ja. Ja. Aber sonst ist meine Nase nicht so fein wie deine. Ja. Ja. Ich komme immer wieder gern nach Hause. Das gefällt mir immer wieder sehr gut. Und den Hof werde ich wahrscheinlich schon übernehmen, aber ich werde wahrscheinlich nicht mehr so viel Landwirtschaft betreiben wie jetzt gerade. Ich habe ja auch mal den Hof übernommen. Ich meine, jede Generation ist ein bisschen verschieden. Auch die Zeiten ändern sich. Ich denke, wo meine Eltern aufgewachsen sind, war anders. Wo ich aufgewachsen bin, war anders. Und jetzt ist es nochmal anders. Und ich freue mich einfach auf die Veränderungen und freue mich auf das, was kommt. Das ist immer spannend. Christian brennt auch Whisky. Heute wird er zum ersten Mal seinen 4 Jahre alten Brand probieren. Wer von den Kindern den Hof übernimmt, das ist noch offen. Von meiner Seite aus wünsche ich mir, dass das auch noch dauert, bis sich das klärt. Die Jüngste ist noch nicht reif genug, um sich da zu äußern. Und mir, der Martin und ich, noch nicht alt genug, um abzugeben. Weil dieses Ruder aus der Hand zu geben, heißt auch was. Ja, deswegen hat das noch Zeit. Jetzt bin ich aber gespannt. Dann auf ein gutes Gelingen für das Dinner. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Brigitte ist gerne in der Natur unterwegs. Heute möchte sie Kräuter für ihr Adventsmenü sammeln. Der Wald ist für mich ein Ort der Ruhe und Erholung. Ich nehme die Düfte auf. Ich höre das Wasser plätschern, wenn ich am Bach entlang gehe. Ich höre die Vögel zwitschern. Ich kann gut meine Gedanken fließen lassen und komme gestärkt nach Hause zurück. Ich habe hier die Brunnenkresse gefunden. Ja, und die wächst in Feuchtgebieten. Hat so, wenn man da reinbeißt, eine Schärfe. Da möchte ich das Reh damit dekorieren und klein gehackt darüber zerstreuen. Ja, die Kräuter sind mein Leben. Brennnessel, Spitzwegerich, Scharfgarbe. Ich war schon immer, auch als Kind, Kräuterpflücke oder Blumenpflücke. Ich habe mitbekommen, dass eine Schulung angeboten wird für Landfrauen, um sich so ein zusätzliches Standbein aufzubauen über Kräuterführungen. Und habe mich angemeldet und der Weg ging los. Das ist der Gundermann. Das ist ein Kraut, das man ganzjährig findet. Jetzt möchte ich den ernten, um das Dessert aufzupeppen mit dem herb, minzig, würzigen Geschmack. Als erstes macht Brigitte das Parfait. Sie schlägt dafür Sahne und Eiweiß. Ach, ist gut. Also das ist ein Blütenzucker. Habe ich mir überlegt, für das Parfum ein besonderer Zucker zu verwenden, anstatt Vanillezucker. Das sind Blüten, die bei uns auf dem Hof wachsen. Das sind Holunder- und Roseblüte. Und die habe ich vermahlen mit etwas Zucker. 2 Teelöffel von diesem Blütenzucker vermengt Brigitte mit 3 Eigelb. Ich nehme jetzt Honig dazu. Und das ist ein Tannenschössle-Honig von der Tannenspitze. Wird ausgezogen in Wasser und mit Zucker verkocht. Und dann hat man die Aromen der Tanne mit drin.
Dazu kommt noch ein Teelöffel Zimt. Mit Gefühl und Liebe unterheben. Und mit Sorgfalt portionieren. Dann kann das Parfait über Nacht gefrieren. Mittlerweile haben sich Brigittes Gäste auf ihre Reise in den Schwarzwald gemacht, der zweiten Station der Adventstour der Landfrauen. Der Schwarzwald gefällt mir ganz gut. Ich mag gern Wald. Es ist hügelig, also bergig eigentlich schon fast. Ich fühle mich fast ein bisschen daheim. Diese ganzen kleinen Höfe, die man überall sieht, mit diesen Walmdächern. Das ist eine ganz idyllische, schöne Landschaft. Ob Brigitte auch hier irgendwo oben ihren Hof hat? Brigitte hat bestimmt ein ganz eigenes Tal irgendwo. Wunderschön. Das Fleisch für Brigittes Hauptgang hat Martin selbst geschossen. Den Jagdschein hat er bereits mit 16 gemacht. Es war ein männliches Reh, 2 Jahre alt. Das habe ich bei der Pirsch erlegt. Die Jagd ist was sehr Schönes, ist ein sehr guter Ausgleich. Ich habe hier sehr viel mit Leuten zu tun. Und wenn ich jetzt jage, dann habe ich frische Luft, habe den Sonnenaufgang und die Ruhe im Wald. Und das ist was sehr Schönes. Die Müller-Leiles vermarkten ihr Fleisch selbst. Aber heute geht es erstmal um das beste Stück fürs Wettbewerbsmenü. Brigitte hat sich für Rehbäckle entschieden. Das ist das Teil, die Oberschale. Das ist was sehr Zartes, kann man mit einem Rehrücken vergleichen. Damit das Fleisch noch zarter wird, legt es Brigitte ein. Mit Zitronen, Zwiebeln und einer eigenen Kräuterwürzmischung speziell für Wild. Und jetzt kommt die Buttermilch drüber. Das lasse ich jetzt ziehen bis morgen. Ein Tag reicht vollkommen. Als Gastgeschenk gibt es ihr selbstgemachtes Kräutersalz. Nora hilft ihrer Mutter. Duftet es bei dir auch schon so aus dem Mörser raus? Ja. Auch Vogelbeeren gibt Brigitte in ihr Kräutersalz. Die Früchte der Eberesche sind nicht giftig. Nur roh sollte man sie nicht essen. Wenn da Tannennadeln mit drin sind, könnte man es auch gut für Wild Gerichte verwende, gibt eine würzig pikante Note. Und was für Vegetarier? für Vegetarier? Ja, da könnte man es halt dann zum Gemüse verwenden. Okay. Ich bin Vegetarier, seit ich 5 bin. Und ich wusste halt noch nicht, wie man Fleisch macht oder wo das halt herkommt. Und dann hat mir meine große Schwester erzählt, dass das Fleisch von der Kühe und Schweine kommt. Und dann wollte ich das halt nicht mehr essen. Aber ich sage jetzt nicht so, nee, es darf kein Fleisch auf den Tisch oder sowas. Mir ist schon wichtig, anderen zu zeigen, was man mit Kräutern machen kann, wie man mit Kräutern kochen kann, wie sie einfach das Leben verschönern. Sieht schön aus, oder? Doch, mir gefällt's. Hoffentlich gefällt es denen dann auch. Bevor die Gäste auf den Hof kommen, steht ein gemeinsamer Ausflug mit Brigitte auf dem Programm. Ja, wir rätseln schon die ganze Zeit, was wir heute noch mit Brigitte unternehmen. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Idee, was das sein könnte. Schnee fehlt noch. Wir lassen uns echt überraschen. Ich hoffe, es gibt Glühwein. Wer weiß, vielleicht erfüllt sich Martinas Wunsch. Der Oldtimer-Bus fährt die Frauen ins traditionsreiche, mittelalterliche Gengenbach. Passen wir da durch? Und das Kind da nicht runterlassen? Oh, seht ihr schon Brigitte irgendwo? Siehst du? Ja, ich sehe, da ist sie. Ja, Brigitte. Huhu. Hallo Martina. Hallo Brigitte. Schön. Oh, das ist aber schön, dass wir dich treffen. Hallo Brigitte, grüß dich. Hallo Sabine. Dich zu sehen. Freut mich auch. Hi. Kathi. Schön. Hallo. Ich freue mich, bin schon ganz gespannt. Jetzt gehen wir gerade über den Weihnachtsmarkt. Ja, das freut uns. Na dann, komm. Wir gehen.
Also ich wollte euch hier eine kleine Kinzigtäler Gemeinde vorstellen, die ein schöner Weihnachtsmarkt bietet, aber doch nicht so groß. Nicht so groß. Mhm. Und ich bin gebürtig aus dem Kinzigtal und deswegen habe ich hier den Markt ausgewählt. Aber ein toller Markt ist das, gell? Das ist schön hier, ja, mit den ganzen Fachwerkhäusern. Mhm. Auf einen schönen Abend. Auf einen schönen Abend. Zum Wohl. Zum Wohl. Seit über 20 Jahren verwandelt sich der Marktplatz der historischen Altstadt im Dezember in ein Weihnachtswunderland. Oh. Schiff, Schaukel? Ja. Mädels, los? Ja, letztes Fall. Mal, der. Ich komme. Yay. Ja, ich glaube, die Brigitte und Ina haben einfach Lust gehabt, uns zu bewegen irgendwo. Und so Schiffschaukeln, das ist ja Kindheit, gell? Ich habe mich eigentlich so ein bisschen davor gedrückt, aber es war letztlich gar nicht so schlimm. Es war eigentlich sehr lustig, dass wir das gemacht haben. Im Advent gibt es in Gengenbach noch etwas ganz Besonderes. Also gleich wird ein Fenster hier geöffnet im Rathaus. Es ist das weltgrößte Adventskalenderhaus. Jeden Abend öffnet sich eines der 24 Fenster des Rathauses. In diesem Jahr sind Engel, Tier- und Blumenmotive des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol zu sehen. Der Adventskalender hier gefällt mir sehr gut, weil es was ist, was ich jetzt so aus anderen Städten eigentlich nicht kenne. Kunst liegt immer im Auge des Betrachters, das sieht jeder wahrscheinlich anders. Aber es ist eine tolle Idee auf alle Fälle. Ja. Noch einmal verabschieden, aber nur ganz kurz. Am nächsten Tag gibt's ein Wiedersehen. Ja, schön war's. So. Als Erste, ja. Auf morgen freue ich mich total, Brigittes Hof kennenzulernen. Ich hoffe, es wird genauso lustig, so romantisch, in einem idyllischen Schwarzwaldhaus, so stelle ich es mir vor. Und dann werden wir sehen, was für ein tolles Menü sie uns präsentiert. Brigittes erste Aktion am Dinnertag. Zusammen mit ihrer Freundin Bernadette deckt sie die Tafel. Als Erstes das rote Mittelband auflegen. Mhm. Dann würde ich Platzsets hinlegen. Bernadette ist eine sehr gute Freundin von mir. Wir haben uns kennengelernt durch unsere Töchter. So intensiv zusammenarbeiten und kochen werden wir zum ersten Mal. Das ist ein Experiment. Ich war Moos sammeln im Wald. Und dann ist mir die Idee mit diesen Kugeln gekommen. Und da ich das Universum insgesamt schätze und die Sterne, habe ich die jetzt verziert mit Birkenholzsternen. Das Thema Wald zieht sich durch Brigittes Deko und ihr Adventsmenü. Zum Schluss noch das Gastgeschenk und die Bewertungskarten. Und was meinst du, sieht doch richtig schön aus, oder? Ja, bisschen festlich auch. Ja, auf jeden Fall. So kann man es lassen. Auch heute chauffiert Busfahrer Andi die Frauen. Er kommt hier aus der Region. Man, hier sieht es ganz anders aus als letzte Woche bei dir. Also schon nicht vergleichbar, die Höfe. Nee, man kann es ja gar nicht vergleichen. Ihr habt so riesige Flächen und Weiten. Bei uns ist alles eng. Hier sind so Hochebenen irgendwie. Aber es ist ja spannend, weil jeder Hof dann ganz individuell und ganz anders ist. Überhaupt nicht vergleichbar. Ja, nee. Das macht es allen. Ja, ganz ja, genau. Eine besondere Sehenswürdigkeit ist die Burg Hohengeroldseck aus dem 13. Jahrhundert. Wow. Oh Mann, welches Märchen wird hier gedreht worden sein? Noch ein Röschen, lass dein Haar runter. Rapunzel. So ein Röschen muss man wach küssen. Aber in dem Turm könnte schon Rapunzel drin sein, da oben. 10 Meter windet sich die enge Treppe hoch ins Ruinengemäuer. Ich werde euch dann hier verlassen.
Traust du dich nicht? Nee. Wir trauen uns weiter. Ja, traut euch weiter. Sag mir, wie es war. Ich habe totale Höhenangst, auch als Bayer. Was völlig grotesk ist, weil Klettern und so kann man, aber man kann nicht ungesichert in die Höhe gehen. Da, ein einsamer Hof. Ob das Brigittes ist? Ich finde es herrlich hier. Den Ausblick, den man hier hat. So einen herrlichen Ausblick hier oben kriegen wir nicht alle Tage geliefert. Also nee. Auf dieser Burg, die zu erklimmen hier. Das ist schon eine schöne Gelegenheit. Genau. Das ist jetzt das Erste, was mir zubereite. Und da hoffe ich einfach, dass der Teig genau die richtige Konsistenz hat, um Plätzchen zu stechen und dass die dann auch beim Braten in der Pfanne ihre Form behalten. Das klappt schon. Danke. Oh, ich glaube, ich darf das nicht. Die Presse habe ich ausgeliehen von der Bernadette, weil meine nicht so gesellschaftsfähig ist vom Aussehen her. Und da ist dann das Muskeltraining integriert. Und dann noch Muskat rein. Ich mache das Ei dazu. Machen wir mal eine Kartoffelschlacht. Genau. Gemeinsam. Wird ein bisschen eng. Okay. Ich arbeite immer gern mit den Händen. Den Teig zu spüren, was für Konsistenz das ist, spürt man mit den Händen viel besser. Aus vorgekochten Kartoffeln hat Brigitte den Teig gemacht. Die anderen Landfrauen sind bereits auf dem Weg zu Brigitte. Die Gastgeberin hat eisern geschwiegen und nichts verraten. Hof- und Speisenfolge unbekannt. Ja, ich vermute ja wirklich Schwarzwald, Schwarzwälder Schinken. Ich denke, Schweine werden dabei sein, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es auch Wild. Vielleicht hat sie spezielle alte Rinderrasse, die man probieren darf. Zur Begrüßung machen Brigitte und Bernadette einen nicht-alkoholischen Weihnachtsdrink. Gibt einen Bratapfelsmoothie. Das heißt, die Hälfte der Äpfel brate mir an und die andere Äpfel kommt roh in den Mixer. Kommt der süße Duft vom Apfel bei mir an. Ja, macht Appetit. Zimt mag ich überhaupt gerne. Nicht nur an Weihnachten. Das müsste reichen. Ist ein bisschen noch dickflüssig, kann man vielleicht noch ein bisschen verdünnen. Brigitte gießt mit dem eigenen Apfelsaft nach. Ja, ich freue mich auf die Frau und das Movie ist gerichtet, es kann losgehen, die Sonne scheint. Ja, ich glaube, es passt alles. Es wird bestimmt ein ganz toller Tag. Die letzten Meter wollen die Frauen zu Fuß gehen. So bekommen sie auf dem Weg schon erste Eindrücke von Brigittes Schwarzwaldhof. Ja, das ist ein Schwein. Ist ein Schwein? Da sind Schweine. Ja, ja. Also doch Schinken. Schinken. Schinken, wir kommen. Hallo. Hallo. Auch Martins Mutter Rita begrüßt die Landfrauen auf dem Kasperhof. Oh. Hallo. Oh, da sind wir. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, freut mich. Hast du schlafen können? Ja, doch, auf jeden Fall. Hallo. Wir freuen uns. Danke. Bitte. Ja. Lasst euch schmecken. Prost. Unser Obst ist kein Tafelobst und das geht in der Regel durch den Kessel. Also wir machen Spirituose draus, Schnaps.
Da hat sie selbst Schnapsbrenner? Genau. Ich habe jetzt nicht unbedingt die Geduld dazu, aber mein Sohn, der macht es gerne. Der sitzt vor der Kessel und riecht, dass es feine Brände gibt. Während Brigitte und Bernadette das Menü weiter vorbereiten, führt Martin die Gäste über den Hof. Als erstes geht's zu den Rindern. Die Mutterkuhherde ist in einem Offenstall oberhalb des Hofs untergebracht. Ich überlasse jetzt mit euch die Tiere raus. Die Kühe freuen sich bestimmt, wenn sie noch mal auf die Weide kommen. Ja. Die geben sicher Gas. Ja. Martina, stehst da hinter dran und nimmst Sabine mit. Und Kathi, du stehst hier hin. Genau. Und da, also, sie sind anständig. Okay. Ich habe ja noch ein bisschen Zahn zwischen mir und die Rinder, gell? Ihr nicht. Ich habe gedacht, ihr seid zu zweit, da brauchen wir keinen Zaun. Aber er schafft es. Schau, der Stier wetzt sich schon seine Hörner. Da der Winter bisher mild und trocken ist, lässt Martin seine Kühe noch auf die Weide. Vor ein paar Jahren hat er damit begonnen, die für den Schwarzwald typischen Vorderwälder Rinder mit einer Rasse aus Frankreich zu kreuzen, den Limousin-Rindern. Hätte geklappt, gell? Ja. Aber jetzt musst du machen. Komm her, komm. Die ist scharf aufs Mineralfutter. Ja, ich muss sagen, ich habe doch Respekt vor den Rindern, weil es einfach ein ganz anderes Kaliber ist als unsere Gänse. Und die Gänse, die reagieren ja wirklich auf kleinste Bewegungen und Zeichen. Und ich glaube, bei den Rindern ist es anders, kenne ich auch nicht. Deshalb, ich war froh, dass die Rinder so auf die Weide gelaufen sind. Muss man mal bewundern, wenn man da nur so Grundvertrauen hat, obwohl ein Stier dabei ist. Bin ich ein bisschen vorsichtig, aber das liegt wahrscheinlich in der Natur der Frau. Aber ihr kriegt es auch das ganze Jahr Kälber, wenn ihr einen Stier immer dabei habt. Also man steuert es ein bisschen. Ja. Sperrt ihr den dann weg? Oder? Genau. Okay. Also wir haben ja die Mutterkuhherde. Und das, was nicht zu der Herde passt, das ist noch im Altgebäude. Und dann schlachtet ihr da im Jahr? Ja, so zwischen 20 und 30 in der Regel. Ja. In der Küche geht es mit den eingelegten Rehbäckchen weiter. Die Buttermilch mache ich gleich einfach noch mal ein bisschen zarter, wie es eh eigentlich schon ist. Das Rehfleisch ist an und für sich ein ganz butterzartes Fleisch, aromatisch. Ich brate es jetzt von allen Seiten an und dann kommt es bei Niedrigtemperatur in den Ofen, um dann zur Kerntemperatur von 60 Grad zu erreichen. Und dann kommt es rosa aufgeschnitten auf den Teller. Und wieder Stichtabo mir da noch setze. Ja, jetzt hoffe ich, dass das Punkt genau rosa rauskommt. Genau, bestimmt. Zum Schinken bei der Vorspeise serviert Brigitte einen Klassiker der Wildküche. Das gibt Birne, gefüllt mit Preiselbeere. Und da ist der Hingucker auf dem Vorspeiseteller. Hinhören ist derweil für die Gäste am Schwimmteich des Kasperhofs angesagt. Martin spielt schon seit seiner Jugend Posaune und Jagdhorn. Bravo! Dankeschön. Das ist ein Jägertee. Ist ein bisschen für den Geschmack. Ein bisschen von unserem Mirabella-Wasser dabei. Ein kleiner Aperitif, bevor Brigitte an die Dinnertafel bittet. Jetzt geht's los, Bernadette. Ja, jetzt wird's dann. Jetzt müssen wir die Teller richten. Ernst, gell? Ja. Das duftet richtig toll nach Wein. Tolles Aroma. Das ist mein selbstgemachtes Knäckebrot. Und da mache ich verschiedene Saaten rein. Leinsamen, Sonnenblume, Sesam und Kürbis. Und Brennnesselsamen. Die Weißweinbirnen bekommen ihre Fruchtfüllung. Sieht doch toll aus, oder? Mit dem Rot dazwischen. Es kommt richtig gut zur Geltung. Ein Stockwerk tiefer dürfen die Gäste jetzt in der festlich geschmückten Bauernstube Platz nehmen.
sehr schön. Oh. Ja. Oh. Wow. Oh, super. Ah, die Deko, gell, mit dem Moos. Cool. Schön. Und der Christbaum. Schön. Und rot, grün, gold. So schön. Schön. Ich habe mein Blatt schon gefunden. Dankeschön. Den Dinnerraum hat Brigitte ja schön weihnachtlich geschmückt. Zurückhaltend, würde ich sagen. Aber trotzdem auch sehr festlich und auch mit dem Christbaum, der hat gepasst. Ah, von den Farben. Ich meine, ich liebe Rot und Gold für Weihnachten. Ich finde, das gehört einfach zu Weihnachten mit dem Grün von der Tanne und so. Das hat sie überall wiedergegeben. Also sie hat das ganz toll gemacht. Nicht verkitscht, nicht verramscht, sondern wirklich stimmig. Auf dem Teller fehlt noch das i-Tüpfelchen. Eine badische Köstlichkeit. Zum Schluss dekoriere ich die schwarze Walnuss. Die wird unreif geerntet, wenn die Schale der Nuss noch nicht hart ist, weil dann kann man sie noch stechen mit so einer Nadel und dann mit Zuckerwasser in ein Glas einkochen. Und zu Weihnachten wird es dann zum ersten Mal geöffnet und probiert, ob sie schon gut ist. Und je länger dass sie reift, umso besser wird sie. Darf ich mal probieren? Gern. Mmh. Bisschen in Alkohol, gell? Mmh. Lecker. Knackt sogar zwischen den Zähnen, gell? Wie eine richtige Nuss. Oh! Oh. Oh. Ich habe als Vorspeise geräuchertes vom Wild mit Birne. Gefüllt mit Preiselbeere und schwarzer Walnuss. Wow. Wo zerstören wir dieses Kunstwerk? Ich wollte gerade sagen, zuerst. Fangen wir jetzt an. Ich kann gar nicht essen. Sollen wir anstoßen? Ja. Erst einmal, ja. Oder? Wie geht's dir? Ja. Gut, oder? Ganz rote Backe bekommen. Ja. Steht dir ausgezeichnet. Ja. Danke. Zum Wildschweinschinken gibt es Wildsalami und Coppa. Eine ursprünglich aus Italien stammende Spezialität aus dem Wildschweinnacken. Was hast du mit der Walnuss gemacht? Mhm. Eingelegt. Mhm. Und dann eingekocht. Mhm. Jetzt dachte ich, ob das große Oliven sind, die geschnitten sind. So hat es ein bisschen ausgeschaut. Naja, passt auch gut zu Schinken. Ja. Ein bisschen italienisch, aber passt schon. Lust auf mehr. Mhm. Das Bild da, machst du das? Bist du der geheime Künstler? Nein, ich bin nicht der geheime Künstler. Mhm. Aber mir gefällt das Bild sehr gut, weil das stellt die Mühlenbacher Tracht dar. Mhm. Und da bin ich aufgewachsen und ich tanze Volkstanz. Ah, und habe okay. diese Tracht als Jugendliche schon mal getragen. Mhm. Und deswegen habe ich mir die gewünscht. Mhm. Sehr hübsch. Mhm. Auf die Künstlerin dieser Vorspeise. Danke. Für mich war es auch das erste Mal, dass ich Schinken vom Wild, vom Wildschwein gegessen habe. Und es hat mir sehr gut geschmeckt. In dieser tollen Darstellung auf dem Teller, was ja wirklich wie ein Kunstwerk war, irre. Hm? Hat so gut gemacht. Weiter mit dem zweiten Gang. Für die Soße gibt Brigitte einen Schuss Rotwein zur Mehlschwitze. Dazu kommt der selbst eingekochte Wildfond. Duftet fein der Wildfond. Gibt's ein richtig feines Aroma. Mit eigenen Zutaten zu kochen, ist immer das Allerbeste. Daneben kümmert sich Bernadette um die Kartoffelplätzchen. Da muss man eine besondere Technik anwenden. Die erfordert viel Fingerspitzengefühl, aber es gelingt dann auch. Es wird immer besser. Auch der gegarte Rosenkohl erfordert Fingerspitzengefühl. Es ist schon aufregend, ob jetzt alles klappt und ob das Essen dann auch warm auf den Tisch kommt. Also schnell die Rosenkohlspieße mit feinen Speckstreifen dekorieren. Sieht doch schön aus, diese Rosenkohl-Weihnachtsbäume. Jetzt das Reh. Ich bin gespannt. Sieht sehr schön gut aus. Auf den Punkt. Dann beeilen wir uns. Ja. Die Kartoffelsterne zum Weihnachtsbaum sind bereit für die Soße. Lecker. Fein.
Ein Soßenbett für die Rehbäckchen. Und drüber die selbst gesammelte Brunnenkresse. Der Hauptgang ist bereit zum Auftragen. Oh. Oh. Dankeschön. Oh, bitte schön. Ein weiteres Kunstwerk, würde ich sagen. Sterntaler. Ja. Über die Hälfte hast du geschafft. Bald okay. Geschafft. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich hole mir einen Stern vom Himmel. Dafür spießt der Rosenkohl sehr niedlich, ne? Also nachdem die Bäckchen relativ groß waren, habe ich mir gedacht, naja, das kann nicht die Kaumuskulatur sein von so einem Mini-Reh, gell? Das müssen wohl die hinteren Bäckchen sein. Waren ganz zart, ganz fein. Hätte wahrscheinlich kein Fünf-Sterne-Koch besser machen können, denke ich mal. Und auch zusammen mit den Kartoffelsternchen und dem Rosenkohl war es für mich ein rundes, gelungenes Bild und ein schönes Weihnachtsmenü. Endspurt fürs Dessert. Brigitte karamellisiert Pflaumen. Da kommt jetzt unser Zwetschgewasser dazu, um den Pflaumen ein Aroma zu geben. Das duftet. Das Parfait richtet Brigitte auf selbstgemachten Schokokeksstreuseln an. Das Schlehenmus hat sie bereits im vergangenen Spätherbst eingekocht. Die Schlehe ist die Urzwetschge. Aus der sind alle Zwetschgebäume gezüchtet. Und es ist herbe Frucht. Nun noch die Pflaumen und ein wenig Gundermann, der dem Dessert eine herbfrische Note verleiht. Das Tannenhonigparfait stürzen, die essbare Deko drauf und schnell servieren. Oh, sehr schön. Soll man loslegen? Nee, können wir nicht essen. Ich trau mich gar nicht. Also ich schon. Du wieder. Der Hirsch? Den hast du aus hier Laubsägearbeit gemacht, ja? Das ist getrocknetes Quittenmus. Oh. Ah. Bevor ich das letzte Blättchen esse, was ist das? Ich komme nicht drauf. Das ist Gundermann. Hat so kleine Minznote im Geschmack. Passt deshalb sehr gut zum Dessert. Das Parfait, also die Nachspeise, die ganze Nachspeise, war, die hat so kleine Kunstwerke gemacht. Das hat sich durch alle drei Gänge gezogen, die Kunst. Für mich ganz schön zu erleben, weil es ganz neue Geschmackserlebnisse waren, weil ich nie auf die Idee kommen würde, mit Tannenhonig Nachspeise zu machen. Dann gab es noch das Schlehen-Quittenmus dazu, das auch leicht fruchtig dann wieder war, also auch wieder schön abgeschmeckt. Und ja, ich würde sagen, eigentlich so zart wie Brigitte ist. Hey. Super! Toll! Du hast es geschafft! Super! Danke schön. Mensch! Super! Das ist echt toll! Ja, danke! Wie hat den drei Landfrauen Brigittes Menü geschmeckt? Für jeden Gang können Sie maximal 10 Punkte vergeben. Am Ende der Adventsreise wird die Siegerin gekürt. Ja, jetzt freue ich mich natürlich auf die anderen Höfe, die wir noch besuchen. Und habe ja jetzt frei. Kein Nachdenken mehr, wie bereite ich das Hauptgericht zu, was mache ich fürs Dessert, wie dekoriere ich. Das ist halt alles weg. Und jetzt kann ich ganz mich auf das Vergnügen konzentrieren. Die nächste Reise geht nach Brandenburg. Dort wird Martina den Frauen ihr Weihnachtsmenü servieren.